Wenn Lana und Juna durch ihren Kiez laufen, hätten die Berliner Jugendlichen gerne eine Kinder-Smartwatch am Handgelenk. Denn die kleinen bunten Geräte sind digitale Alleskönner. Ich mag es, dass es, obwohl es eigentlich nur eine Uhr ist, dass es halt auch Spiele hat. Und ja, ich finde es cool, dass du halt nicht nur so zwei Nummern einspeichern kannst, sondern so mehrere Nummern. Jedes Mädchen bekommt von uns eine Kinder-Smartwatch zum Alltagstest. Beide Uhren sind GPS- und internetfähig. Funktionen, die nicht alle Kinder-Smartwatches am Markt mitbringen. Alle Hersteller bieten aber zusätzlich zur Uhr eine App an. Darüber können Eltern wie Vater Andreas Butterbrot ihre Kinder auf Wunsch jederzeit orten. Der Test beginnt. Lana und Juna stellen sich an eine Kreuzung mitten in der Stadt. Vater Andreas ortet sie von zu Hause aus. Mit Erfolg. Das klappt aber nicht bei allen Modellen auf dem Markt so gut. Die Stiftung Warentest hat 8 Kinder-Smartwatches von 120 bis 190 Euro getestet. Alle haben einen GPS-Empfänger und eine SIM-Karte für den Mobilfunk. Probleme haben sie dann, wenn der Mobilfunkempfang etwas eingeschränkt ist oder wenn zum Beispiel das GPS-Signal etwas abgeschwächt wird. Zum Beispiel in Wäldern kann das vorkommen. Das kann aber genauso gut in Städten vorkommen. Man kennt diese Häuserschluchten. Besonders gut ortet die Garmin Bounce, übrigens die einzige Uhr im Test, mit der man nicht telefonieren kann. Aber auch dieses Modell von TCL mit Telefonfunktion schneidet beim Tracking gut ab. Juna darf diese Uhr ausprobieren, könnte auf den kleinen Peilsender in der Smartwatch aber gut verzichten. Das finde ich nicht so cool, weil die Eltern dann halt immer wissen genau, wo du bist, aber ich glaube, das Handy kannst du ja auch rein theoretisch orten. Von daher ist es eigentlich kein großer Unterschied. Für mich wäre es eigentlich nur in Notsituationen beruhigend. Also mir geht es nicht darum, und das kann es auch aus meiner Sicht nicht sein, dass man kontrolliert, wo die Kinder sich jetzt gerade aufhalten. Tochter und Vater sind hier nicht einer Meinung. Da hilft nur miteinander reden. Ebenfalls eine nützliche Funktion, der Schulmodus. Er verhindert, dass die Kinder mit ihren Uhren den Unterricht stören. Und auch Mogeln scheint mit den Geräten nur schwer möglich zu sein. Ich denke, dass die Kinder in der 5., 6. Klasse etwa so ein Drittel welche hat. Die werden aber in der Schule wirklich kaum benutzt. Im Unterricht selbst kann ich mir das kaum vorstellen, dass man eine Smartwatch sinnvoll einsetzt. Ein Smartphone gelegentlich kann sein, aber für diese kleinen Spielzeuge sehe ich da keinen großen Gewinn. Nachvollziehbar. Denn mit Smartwatches für Kinder kann man im Gegensatz zum Smartphone nicht im Internet recherchieren. Auch der Zugang zu vielen Apps ist eingeschränkt. Die Anwendungen konzentrieren sich meist auf Schritte zählen, Wetterdaten abrufen, Wecker und Spiele sowie Selfies machen und verschicken. Hallo? Kann ich mich mit Freunden treffen? Okay, alles klar, bis später. Laut Stiftung Warentest liefern den besten Mix aus Ortungs-, Kinder- und Kommunikationsfunktionen die Explorer X6 Play und die TCL MoveTime Family Watch mit Telefonfunktion und die Garmin Bounce ohne die Möglichkeit zu telefonieren. Für die Nutzung einer Smartwatch mit Ortungs- und Kommunikationsfunktion braucht man übrigens eine Mobilfunkverbindung. Die dafür nötigen SIM-Karten kosten zwischen 5 und 10 Euro im Monat, je nach Prepaid-Vertrag. Das ist nicht günstig, wenn man wie Andreas Butterbrot gleich für 2 Smartwatches zahlen müsste. Immerhin, die Familie fand unseren kleinen Praxistest dennoch prima. Die Mädels sind sehr, sehr gut mit den Uhren zurechtgekommen. Vor allem hatten sie jede Menge Spaß.